Das Ausmaß der Zerstörungen nach den extremen Regenfällen in Norditalien und Südostfrankreich wird immer deutlicher. Luftaufnahmen aus dem Skigebiet Limonetto im italienischen Piemont zeigen ein Skigebiet, das keines mehr ist. Schlamm und Geröll haben die Pisten und Lifte dort völlig begraben. Auch in den angrenzenden Tälern bietet sich ein Bild der Zerstörung. Wie hier in Limone wurden ganze Häuser von den Wasser- und Geröllmassen mitgerissen. Am Wochenende sind in den Südalpen binnen kurzer Zeit örtlich rund 600 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Zum Vergleich, dies entspricht etwa der durchschnittlichen Jahresmenge von Berlin.